Künstlern schied egal. Unsere Reportage wagt heute einen Blick durch den Sprühnebel. Was diesen schmucklosen Bauzaun in Hannover fehlt, ist mehr als ein bisschen Farbe. Graffiti. Der Nervenkitzel beginnt. Jeden Moment könnte eine Polizeistreife auftauchen. Es muss vor allem schnell gehen. Graffiti. Das ist Kunst im Stress. Ein Farbenrausch im Adrenalinstoß. Oder ist es nur schierer Vandalismus? Wie man früher sagte, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Graffiti, die aggressive, illegale Kunst aus der Sprühdose, kommt aus Amerika, aus den Ghettos New Yorks. Seit Ende der 80er ist sie bei uns. Graffiti ist mehr als nur irgendwas an die Wand klatschen, sondern es ist Lebensgefühl. I'm a star on the walls, my autograph. You don't like it, so you know where you can go. Cause the streets are my stage and terror is my show. Psychoanalyze, try diagnose me, why? Irgendwie irritiert das auch etwas. Graffiti bedeutet, jugendliche Täter besprühen Wände, die jemandem anders gehören. Graffiti-Bilder aus der Dose werden zur Power an der Mauer, ätzend und wetterfest. In den Betonwüsten unserer Städte sind Graffitis die Farbmarkierung einer Generation, die das Gefühl hat, nicht beachtet zu werden. Die schrillen Zeichen an den Wänden sollen provozieren. Miguel ist schon seit Jahren in der Szene. Das ist schon eine ganze Weile eine Lebensphilosophie für mich, weil da mehrere Dinge dazu gehören, dazu auch die Musik, die ich gerne höre, und ein gewisser Tanzstil, der dazu auch gehört. Und das ist halt eine Jugendkultur, die einfach so aus den Großstädten kommt. Und im Prinzip weiß man in jeder Großstadt Leute zu finden, die auf derselben Wellenlänge sind wie ich. Jeder Künstler signiert sein Bild. Für die Farbanarchisten ist es das Tag. Der Namenszug auf dem Sprühwerk. Auf Beton oder Glas, Hauptsache schön dick. Zum Beispiel mit einem Filzer Stärke 850. Hit your name and you get fame. Platziere deinen Namen und du wirst berühmt. Auch in der Graffiti-Szene geht es um Anerkennung. Da wird auch gern mal gemogelt. Das eigene Tag auf einem fremden Bild. Also erstmal hoffe ich, dass der da oben reagiert, einen Witz runterschickt. Aber im Prinzip kann man nichts gegen machen. Es sei denn, irgendein Sprüher schreibt seinen Namen rein. Dann weiß ich natürlich, wer das war. Gehe hin und verlange die Dosen wieder. Und naja, man kann ja kein Geld verlangen für die Arbeitszeit, die man dann nochmal reinsteckt. Aber man droht dann halt mal mit dem Finger und sagt, du bist ein böser Junge. Aber manchmal machen die Leute dann irgendwelche Kriddelkraddel rein, dann kann man überhaupt gar nicht nachverfolgen, wer das war. Und dann muss man halt in die sauren Apfel beißen und dann nochmal ausbessern. Spurenbeseitigung. Bei der Deutschen Bundesbahn ist die Anarchokunst nur eins: Sachbeschädigung. Für die Sprayer sind die Züge die beste Gelegenheit, ihre Farbansichten auf den Bahnhöfen einem breiten Publikum vorzuführen. Außenwaschanlage Hamburger Hauptbahnhof. Der Mehrzeitaufwand, der ist also gravierend. Dass die Kosten, die auch noch entstehen dadurch, dass wir eben Spezialreiniger kaufen müssen, als dass wir nur normal mit Wasser und Seife waschen. 3 Stunden wird der Nahverkehrszug schon mit der scharfen Chemikalie geschrubbt. Die versuchen natürlich, die Bundesbahn in die Knie zu zwingen. Wollen wir sehen, wer hat mehr Kraft, die oder wir. Im Ruhrgebiet lässt man die bunten Wagen einfach rollen, spart Millionen an Reinigungskosten. Wir eben bei der BD Hamburg sind da anderer Meinung, dass wir also lieber mit sauberen Fahrzeugen fahren und unsere Fahrgäste eben in sauberen Wagen unterbringen wollen. Der Zug ist wieder sauber, der Reinigungstrupp ist geschafft, aber der Krieg mit der Sprühdose wird weitergehen, auch wenn es mal auf den Schienen gefährlich wird. Ein Kumpel von mir, der ist mit 2 anderen Leuten runtergegangen, also nicht direkt in Schachern, sondern nur die Auffahrt. Und die haben aber auch gar nicht darauf geachtet, wann irgendwie eine Bahn kommt oder so, waren mitten am Sprühen und dann auf einmal kam die Bahn, die mussten in irgendeine Richtung rennen und weil es halt dunkel war, haben sie sich allesamt auf die Fresse gepackt. Sprayer und Polizei treten weiter an zu Räuber und Gendarm. Mit einer Sonderkommission versucht Hamburgs Bahnpolizei, den Graffiti-Sprühern das Handwerk zu legen. Wem gehört der Marker? Mir gehört der Marker nicht. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Vielleicht findet das vielleicht lächerlich, oder was ist das? Wem gehört der Marker? Ich tagge nur mit 850 Tonnage. Die Aufklärungsquote ist erstaunlich hoch. Fast jeder illegale Sprüher wird irgendwann einmal erwischt. Die speziellen Greiftrupps haben sich schnell in die Gesetze, Regeln und Verhaltensweisen der Szene eingearbeitet.
Eine Regel ist es, sein Graffiti zu fotografieren, noch in der Nacht, an Ort und Stelle. Jeder Sprayer hat ein Scrapbook, sein Tagebuch. Skizzen, Tags und Fotos kommen hier rein. Wenn man auf frischer Tat ertappt wird, hat die Polizei ein leichtes Spiel. Dann wird man meistens gleich in U-Haft genommen, dass in der Zeit irgendwie ein Durchsuchungsbefehl ausgeschrieben wird. Dann, wenn man dann morgens rauskommt, fahren die Bullen dann gleich mit einem nach Hause, machen Hausdurchsuchungen, nehmen sämtliche Sachen mit, die irgendwie auf Vorlagen hindeuten oder irgendwelche Bilder, Spraydosen oder sonst irgendwas, und dann läuft es halt weiter mit dem Gerichtsverfahren. Doch die bunten Wagen rollen weiter. Bahnhof Hamburg-Harburg. Dieser Zug kommt gerade aus Rothenburg bei Bremen. Irgendwo dort auf einem Abstellgleis hat eine Graffiti-Gang ganze Arbeit geleistet. Ich finde das irgendwie eine Sauerei, ne? Ich weiß nicht, ob die jungen Leute keine nichts anderes zu tun haben oder was weiß ich auch. Die Bahnpolizei muss heute schnell fürs Protokoll arbeiten. Nur 15 Minuten Stopp, dann können sich alle in Lüneburg die bunten Bilder anschauen. Gereinigt wird später in Hamburg. Die Schadenshöhe ca. 8.000 Mark, Reinigungskosten pro Wagen. Schadensersatzansprüche sind 30 Jahre lang vollstreckbar. Wer den hier besprayt hat und erwischt wird, kann wohl sein Leben lang nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen. Andere verdienen Geld damit. Graffiti, die Subkultur in der Kunstgalerie. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das eine völlig neue Kunstform ist, wo Leute unter Stress Bilder an die Wand werfen, in der Nacht, und die unwahrscheinlich kontrastreich sind und harte Formen und Farben wiedergeben. Das müsste man eigentlich ausstellen. Natürlich wollte ich auf Leinwand Graffitis haben. Das war eine Schwierigkeit am Anfang, weil die Leute hatten mit Leinwand keine Erfahrung. Man muss eine Leinwand bauen, bespannen, grundieren. Das lief dann aber ganz gut und ich hatte auch anfänglich ganz gute Erfolge. Sie keine, möglichst keine Zeit mehr haben für illegale Aktionen? Graffiti im Wandel. Auch bei den Behörden, beim HVV und der hannoverschen Üstra, hat man umgeschwenkt. Hinter dem Projekt, was wir vorhaben, steckt, dass wir in bestimmten Bereichen die spontanen Graffitis nicht mehr beseitigen. Und deshalb auch sagen können, wir geben die frei. Wir wollen sie bewusst gestalten lassen. Wir wollen es auch durchaus positiv im Sinne eines Wettbewerbes machen, wollen es hinterher auch bewerten vom Ergebnis her und wollen damit sagen, das ist auch ein Stück weit Stadt- und Kunstszene. Etablierte Stadt- und Kunstszene, darauf sind die Sprayer gut vorbereitet. Die Skizzen für ihre Verschönerung der Stadtmauern haben sie zu. Die Ghetto-Kunst ist hochfähig geworden. Wie der Breakdance gehört sie heute fast schon zum etablierten Kulturbetrieb. An sich nichts Überraschendes.